Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Baldo the Guardian Olds. So, liebe Leute, ich habe mir nochmal meine ganzen Let's Play-Videos angeguckt und ich werde das hier mal ganz kurz einblenden. Hier könnt ihr sehen, was es ganz am Anfang des Dungeons gab. Da gab es nämlich auch dieses Spinnensymbol. Und da war nämlich genau dieses Ding hier abgebildet. Und deswegen muss ich jetzt den nach da drüben bewegen und wahrscheinlich da drauf stellen. Aber ich glaube auch, dass hier nichts weiter drauf stehen darf. Alles andere erklärt sich jetzt mir gerade gar nicht. Ja. Okay. So viel zum Gucken möchte ich jetzt mal ganz kurz anmerken, ne? Aber ja, gut, dann ist das halt mal so, ne? Doch, wenn ich jetzt ganz kurz weiter gucke, sehen wir auch schon bei mir das nächste Symbol. Auch das werde ich euch wieder einblenden. Das ist nämlich dieser nette Typ hier. Insgesamt wären es übrigens 245 Möglichkeiten gewesen, das alles herauszufinden. Ja, aber wenn ihr ganz am Anfang, wie gesagt, im Dungeon unterwegs wart, dann könnt ihr das sehen. Und ja, ich habe jetzt nur eben gerade auf eins geachtet, nicht auf zwei Sachen. Deswegen verzeiht mir, dass ich hier ganz kurz einmal jetzt nachgucken muss, denn wenn ich jetzt zurückrenne, alles gesamt, wäre das ein bisschen viel. Von dem her. So, und da unten hin kommt das Doppel-T. Wow. So. Also die Entwickler erwarten hier wirklich, dass man ein Gedächtnis hat wie ein Luchs. Wer das nicht aufgenommen hat oder sozusagen eine Komplettlösung hat, der hat hier echt gelitten. Aber hey, es ist offen. Ja, also hier nochmal die Lösung. Einmal den Typen ohne Kugel links, einmal den Typen mit einer Kugel rechts und unten in der Mitte Kugel und Krug. Und damit erhalten wir den dreieckigen Eulenschlüssel. Oh mein Gott. So, mit dem dreieckigen Eulenschlüssel können wir jetzt Richtung Boss gehen. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir da am schnellsten hin? Hier. Außen lang. Ohne dabei irgendwie drauf zu gehen. Wobei, einmal drauf gehen wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Ich muss natürlich meine Klappe so weit aufreißen. Nein, das ist der falsche Gang. Das heißt, jetzt werde ich eh drauf gehen. Oder auch nicht. Glück gehabt. So, damit habe ich den neuen Schlüssel. Und die Pforte öffnet sich. Zum Boss. Oh, servus, Spidey. Du bist die Itzi-Bitzi-Spinne und krabbelst gerne, ja. Die Spinne geht mir jetzt schon voll auf den Nerv. Oh Mann. Die ist mega. So. Ja, wie komme ich denn hier raus? Ich weiß gerade gar nicht, was ich machen soll. Halt, wartet mal.
Da sind Schalter, da kommt dann mehr runter. So. Okay, wir weichen jetzt erstmal aus. Ah, komm. Ja. Diese Spinne ist echt die freundliche Spinne von nebenan. Oh. Okay, ja. Keine Ahnung. Geht schon wieder gut los. Oh, hi. Hallo? Ja, hallo, genau. Ich weiß noch nicht, wie ich ihr Schaden zufüge. Also irgendwas muss es ja mit den Fackeln auf sich haben, aber... Also so tut sie mir schon mal nichts. Vielleicht muss ich auch die Spinnenweben kaputt machen. Wäre der nächste Versuch. Kann ich die triggern, wenn ich hier stehe? Ja. Ah. Okay, cool. Okay. Also der Boss wird irgendwie getriggert, dass er runterkommt? Ah, keine Ahnung. So. Kommt irgendwas... Nee, warte mal, das ist jetzt oben. Der ist jetzt unten. Wartet kurz. Ah! Ich muss die mit dem Feuer erschrecken. Wah, wah.
Ich mach dir doch gerne Angst, Madame. So. Komm her, Fräulein. Nein, 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 nein! Ah, da versteht man den Boss und dann sowas, ne? So. Genau, und jetzt komm schön her. Gibt's doch nicht so ein blödes Ding. So, jetzt wieder das Skelettdiener. Yes! Wow. Nein. Ah, oh, danke. Oh. Okay. Komm her, du blödes Ding. Oh, scheiße, 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 scheiße. Okay, ich hab sie wieder erwischt. Nein! Oh oh. Okay. Ja. 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 Ah, Baldo, du hast das heilige Feuer gefunden. Wenn du so weit gekommen bist und sogar die mächtige Aradna, die Wächterin des Gefängnisses und die Bewahrerin des Wappens besiegen konntest, musst du ein wahrhaft tapferer Grünschnabel sein. Dieser Gegenstand ging vor vielen Jahren verloren. Verwende das Wappen, um die Tore zum Bobo-Tempel in der Sinaro-Aue zu öffnen. Im Bobo-Tempel triffst du auf den Geist von Cassia, dem auf ewig größten Architekten dieses Landes. Er kann dir vielleicht helfen, die Eulenbombe zu finden. Einen der mächtigsten Gegenstände, der je von den Wächtereulen hergestellt wurde. Aber eines solltest du wissen. Er ist etwas eigentümlich. Nähere dich ihm mit Bedacht. Baldo, du hast das heilige Feuer gefunden. Wenn du so weitergekommen bist... Achso, das hatten wir doch gerade. Schön, dass das Ganze nochmal macht. Ich hab's geschafft.
So, jetzt gucken wir mal, ob wir da irgendwas mit auch auslösen können. Nö, können wir nicht. Ich bin durch. Ich bin durch. Wow. Nein. Lied des Windes. Boah. Der Bosskampf war ein bisschen, ich sag jetzt mal, leichter. Ja, aber er war trotz alledem nicht ohne. Wo bekomme ich jetzt am besten die ganzen Sachen her? Ja, wir reisen nach Rhodia. Von Rhodia aus, glaube ich, kommen wir am ehesten, ich sag jetzt mal, zur Mühle. Vielleicht gibt es da dann das nächste Geschenk oder so. Ich kann mir jetzt auch eine bessere Rüstung holen. Es gibt so vieles, was ich jetzt wieder Neues machen kann. Wieso ist es Nacht? Ah, warte mal, konnte ich nicht hier irgendwas machen? Ja, hier war doch auch was mit Spinnenweben, genau. Aber diese Krüge und so weiter zu zerstören, lohnt sich nie und nimmer, weil man findet da ja nichts. Ja, wenn hier mal was drin wäre, in diesen Krügen, so Herzen oder sowas, dann wäre das Spiel, glaube ich, schon viel angenehmer. Ein goldener Schädel. Man findet ihn nur in Rhodia. So, was habe ich denn jetzt als nächste Aufgabe überhaupt noch so? Auch ärgerlich, dass hier die abgeschlossenen Quests nicht ausgeblendet werden können. Das Eulendorf. Die Brenner. Der große Ramo. Ursula, die Müllerin. Ach, da oben muss ich hin. Ach, da hätte ich sogar weiter gemusst. Ach so. Der Staub der Erneuerung. Die Eulenbombe. Und Katja, der Architekt. Okay. Na gut, dann weiß ich jetzt so circa, wo ich hin muss. Aber ich glaube, ich werde jetzt erstmal mir noch eine Rüstung gönnen. Ich weiß jetzt nicht, war das hier? Hatte er die Rüstungen? Warst du das? Sorry. Okay. Ja. Da haben wir ein neues Gewand. Na, wurde ja auch mal Zeit, oder? Und das soll jetzt auf der Karte angezeigt werden. Na, bin ich aber neugierig. Hey Junge, schön hier... Hey Junge, schön. Hier so spät noch jemand zu treffen. Ich bin jede Nacht hier, aber für gewöhnlich immer alleine. Ich komme aus einem weit entfernten Dorf namens Kidoge, aber ich finde den Weg nach Hause nicht mehr. Was? Du bist auch aus Kidoge? Besitzt du eine von Minisios Karten? Darf ich einen Blick darauf werfen? Jetzt finde ich endlich zurück. Wahrscheinlich wartet mein Bruder noch auf mich. Vielen Dank, mein kleiner Freund. Dann hoffe ich mal, dass du auch zurückgehst, ne? Da ist die Mühle. Nope, das hilft mir nicht weiter. Hier kann ich halt nur runter, aber ich kann nicht ziehen. Ich komme da irgendwo aus der Kanalisation. Es muss ein Weg immer aus der Kanalisation sein, glaube ich.
Aber jetzt mit der Fackel, wie gesagt, habe ich viele neue Möglichkeiten, aber die jetzt erstmal alle herausfinden. Und ich glaube, hier geht es aus der Stadt raus. Ihm kann ich nicht helfen. Hier brauche ich einen speziellen Schlüssel. Und es soll mir noch Schätze auf der Karte angezeigt werden. Warum macht er das nicht? So, du bist Madame. Ich möchte gerne eine Puppe von der Prinzessin haben. Aber auch das hilft mir gerade nicht weiter. Was war hier? Hast du einen Kater gesehen? Manchmal verschwindet er. Okay, das war der Katzentyp. Bei dem komme ich nicht hinten aus dem Haus raus. Weil ich dafür die entsprechenden Sachen noch nicht besitze. Was war jetzt hier in dem Haus? Ich muss jetzt gerade echt alles nochmal durchgehen, ne? Mit dir rede ich gleich noch. Ja, schlag sie einfach. Moment, sie hat Puppen. War sie die Puppenlady? Aber die andere wollte auch Puppen haben. Hallo, willst du meine Puppensammlung sehen? Aber die andere wollte auch eine Puppe. Hä? Ah, nee, die wollte mit der Prinzessin spielen, ne? Irgendwie so. Genau, da komme ich nicht lang. Da müsste ja irgendwo hier einen Weg rausführen. Rein theoretisch. Es ist Nacht, ich muss zu Hause bleiben. Morgen versuche ich noch schneller zu sein. Verlass dich drauf. Wo ist denn deine Mama? Wieso darf ich das da nicht verschieben? Hier sind noch so viele offene Fragen, warum, was, wie, wo nicht geht. Aber was viel wichtiger ist, ich brauche endlich mal wieder hier diese Energiekugeln. So, aber hier kann ich jetzt in den anderen Bereich. Nämlich hier hinter. Ach, echt? Das kriege ich jetzt... Jetzt wird mir da erklärt mit diesem Buch, wie ich Aradhna besiege. Wow. Danke, danke. Ich brauche erst die Fackel dafür, ne? Hier kriege ich wieder einen anderen Hinweis. Ah, da sind Kronleuchter. Die kann ich anmachen. Kronleuchter. Fackel. Fackeln. Eine Fackel? Nur eine? Kann ich mir zwar schwer vorstellen, aber... Ist so.
Ja, genau. Danke. Ich habe den Geheimgang gefunden. Ich habe den Geheimgang gefunden. Ja, 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 ja. Ach, aber hier unten? Muss man auch für die Bücher bezahlen, ne? Symbole der Kanalisation. Kanalisation, ein geheimnisvolles Netzwerk. Flora, der Geist des Waldes, wo man sie findet. Nein, 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 das wollte ich. Es reicht nicht, ich brauche dafür 3 Stück. Oh. Ihr wollt mich jetzt echt auf den Arm nehmen, ne? Gatsia, die große Bobo-Tempel. Ich habe keine Energiekugel mehr. Konnte ich die irgendwo kaufen? Wobei, die Gegner lassen ja auch nichts fallen oder so. Ich brauche definitiv wieder Energiekugeln und was ich auch gebrauchen könnte, wären endlich mal Herzen. Und ich frage mich, warum ist eigentlich immer noch Nacht? Nachts ist es gefährlich draußen. Ich bin nachts sehr gern hier. Es ist so friedlich. Ich mag den Mond. Als Kind habe ich Geschichten über den Mond und die Geheimnisse, die er birgt, gelesen. Man sagt, das Mondlicht würde magische Pfade durch Mauern und Spiegel offenbaren. Nun ja, das sind wohl nur Märchen, aber es war nett, mit dir zu plaudern. Ich bleibe hier und genieße dieses Mondlicht. Ah ja. Warum braucht er denn jetzt so lange? Ich wollte gerade sagen. Toll, ich habe die Katze gefunden. Die ist hier oben. Das Ding ist nur, da oben kommt man nicht hoch. Oder komme ich hier irgendwo oben hoch? Übrigens auch nett, hier kommt gerade Sonnenlicht rein, ne? Wie komme ich jetzt hoch zu der Katze, damit die Katze runterkommt? Ich weiß wie. Aber ich brauche dafür erst Kugeln. Ich könnte runter in die Kanalisation gehen. Es gibt jetzt gerade wieder so viele zigtausend Möglichkeiten. Da das Richtige zu finden, ist echt immer die Kunst. Besonders interessant ist auch, dass wir immer noch 4 Herzen haben und nicht mehr. Ich hätte jetzt mindestens schon mal so 5, wenn nicht sogar 6 Herzen erwartet. Weil die Bosse ja auch bestimmt nicht immer leichter werden, sondern eigentlich regelrecht schwerer. So, wir haben es also Nacht. Erstmal, was wir jetzt machen können, ist hier nochmal zu holen, nämlich Äpfel. Nicht hineinlassen. Ja, ich möchte gerne ein paar Sachen verkaufen.
Ich dachte, die Spinnendrüsen sind selten. Hier ist ja nichts davon selten. Das Einzige, was hier wertvoll sind, sind diese Augen von diesen blöden Eidechsen. Wow. Für sie kann ich jetzt auch noch nichts machen. Ne, den Brunnen runter will ich ja jetzt auch nicht. Was ich aber machen könnte, wäre... Zurück zu meinem Dorf. Ach. Lied des Windes. So, denn damit könnte ich jetzt dahin... Und vielleicht wartet der Bruder da ja. Weil ich habe ihm ja jetzt eine Karte gegeben. Und vielleicht ist er ja zurück und wenn ich dann zurückgehe... Keine Ahnung. Ist nur eine Vermutung, mehr kann ich jetzt auch nicht machen. So, gucken wir einfach mal. Hallo, Baldo. Danke, dass du meinem Bruder geholfen hast. Ich wusste nicht, dass du schon erwachsen genug bist, so eine weite Reise zu tätigen. Bin ich froh, dass er wieder da ist. Bitte, nimm diesen Gegenstand als Zeichen meiner Dankbarkeit. Du warst eine große Hilfe. Das ist der Schlüssel vom Eulenturm im vergessenen Tempel. Mehr habe ich nicht für dich. Leider kann ich dir den Weg dorthin nicht weisen. Er ist mir entfallen. Viel Glück. Vergessene Tempel, ein altes... eines alten Baus, der irgendwo in der Aue stehen soll. Niemand weiß genau, wo er sich befindet, aber die Legende erzählt, dass er viele Schätze und Geheimnisse birgt. Ich bin so froh, wieder in Kidoja zu sein. Danke, dass du mir den Weg gezeigt hast. Okay, die Hühner sind noch da. So, was hat denn jetzt noch für Nebenaufgaben? Das Takami-Schild, der Moiro-Jahrmarkt, das Kangmi-Fell, Geheimetage der Bibliothek. Habe ich auch gefunden. Aber ich suche jetzt eigentlich hier diese Kugeln. Wenn ihr versteht, was ich meine. Aber Energiekugeln sind ja wirklich sehr rar gesät. Das Gras hier ist auch abgeschnitten. Da ist eine Katze. Ich weiß nicht, ob das jetzt bewusst so ausgewählt wurde, dass ich jetzt hier nachts lang laufe. Irgendwann erwische ich dich, Vogel. Irgendwann. Okay, da finde ich jetzt auch nichts. Ein Dindi. Na super. Wie hast du das geschafft? Wie hast du den Weg... okay. Der wiederholt sich. Ich stelle mir jetzt die Frage... Was hat sich alles geändert? Also sind die Gegner jetzt schwerer oder was genau wird es sein? Mein Ziel ist es ja jetzt erstmal... Kugeln zu finden, aber... Oh. Nee.
ja, ja. Ein Kügelchen. Ein Kügelchen, das verdammt viel wert sein kann. Ich glaube nicht, dass ich da runter kann. Deswegen lasse ich das mal lieber. Und würde dann sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö.